Ja, hallo, liebe Meerwasserfreunde. Ja, heute ATI Professional Test Kits. Ja, die Test Kits sind ganz neu am Markt und wir werden euch die mal vorstellen. Und ja, ich sag mal so, ich glaube, die meisten wollen es ja auch gar nicht mehr sehen, dass irgendwie hier der langweilige Vlogger, ja, aus der Meerwasserszene hier irgendwas vorstellt. Ich glaube, viel interessanter wird das Ganze, glaube ich, wenn das mal die Hersteller machen. Bei der Firma ATI haben wir halt eben die Möglichkeit, da mal hinzufahren. Man ist halt eben gut befreundet. Und ich denke mal, am allerbesten wird uns hier diese schönen, tollen Tests der Oliver Pritzel höchstpersönlich vorstellen können. Und ja, ich würde sagen, wir switchen uns mal eben zur Firma ATI nach Hamm und dann werde ich euch zusammen mit dem Oliver Pritzel das hier alles mal haarklein zeigen. Ich glaube, wir beide, also der Oliver und ich, wir beide quatschen sehr gerne. Und von daher kann es ein bisschen Überlänge bekommen, das Video. Dafür wollen wir euch aber auch die Tests wirklich mal komplett zeigen. Also wir packen die aus, zeigen euch, was drin ist, werden auch mal einen Test machen und dafür habe ich mir eigentlich was ziemlich Geiles einfallen lassen. Ich habe mir das nämlich so vorgestellt. Ja, ich nehme das jetzt auf, der Oliver weiß das noch gar nicht. Wir machen das so, ich werde mir hier aus dem Becken Wasser mitnehmen, werde den Oliver besuchen, dann werden wir die Tests mal ausprobieren und ja, wir werden den Oliver das mal alles selber testen lassen und dann haben wir ja das Ergebnis. Und während ich da bin, weil der Oliver weiß eigentlich nur, dass ich mal rumkomme, weil ich ganz dringend eine ICP-Messung brauche, da weiß er halt nur von, dass ich eine ICP-Messung haben möchte. Und wir lassen die ICP dann halt eben währenddessen laufen. Ja, und dann vergleichen wir nachher mal, weil mich interessiert hier einfach der PO4-Test. Ja, der hat im Prinzip, ist er etwas anders wie die meisten Tests auf dem Markt. Und zwar hat er ein extrem langes Röhrchen dabei. Und ich weiß halt eben, dass der Oliver sich das hat einfallen lassen und auch extra genau so gemacht hat. Diese extremst langen Röhrchen, ja, also ich zeige es mal so, die haben folgenden Vorteil, wenn wir da die Reagenzen nachher drin haben und das Messergebnis, ja, wir haben ja im Prinzip hier eine Farbkarte in jedem Test drinnen. Ups, kram die mal gerade raus. Ja, also wir haben ja hier so eine Farbkarte drin. Ja, und ich sehe gerade, die geht also bis 0,01 runter. Ja, also 0,01 ist das Geringste, was ihr messen könnt. Und da ist es natürlich farblich schon wieder so ein kleines Problem, das genau die Abstufung, ja, die Nuancen rauszukriegen. Und da muss ich sagen, haben diese Tests also wirklich, ich habe die auch schon probiert, also davon mal ab, sind die wirklich sehr, sehr genau. Ich persönlich habe die jetzt einfach gegen den HANA-Checker gemessen, wobei ich da bei den HANA-Checkern auch bei einigen Modellen halt eben auch weiß, dass die Abweichungen recht groß sind. Ja, aber das passt schon so in etwa, sage ich mal. Ja, und jetzt werden wir es noch gegen die ICP messen. Da bin ich mal gespannt, wie die Ergebnisse sein werden. Wobei, ich will euch ganz klar sagen, dass die meisten von uns wissen das ja selber auch schon. Das ist natürlich auch alles nicht so ganz einfach, weil jeder dieser Tests, die wir hier anwenden, ja, das ist halt immer so eine Sache, ja. Also das jetzt hier als Beispiel, das sind halt eben Tröpfchentests, ja. Die geben wiederum ein anderes Ergebnis raus wie eine ICP. Also wenn ich jetzt einen direkten Vergleich mache, ja, sage ich persönlich jetzt mal, würde ich eher der ICP trauen, ja, weil ich meine, das ist ein Gerät, was richtig viel Geld kostet. Und ich glaube, das ist schon genauer wie so ein, in Anführungszeichen, Tröpfchentest. Ja, aber wichtig ist ja gerade eben halt die Home-Messung. Also das heißt, dass wir unsere Werte, unsere Hauptwerte zu Hause messen. Ja, und ich glaube, da hat die Firma ATI also hier mit ihren Professional-Tests ganz gut was gemacht. Und wir alle wissen, die Firma ATI war so nett, wo der Peter Gilbers hat zumachen müssen, sein Geschäft. Da waren viele, viele Leute traurig und die Firma ATI hat ja Leute von der Firma Gilbas übernommen.
Ja, die arbeiten da und ich denke mal so insgeheim, ich weiß es nicht, das ist meine eigene Aussage, ich denke mal so insgeheim, da ist auch noch richtig Know-how mit reingeflossen. Ja, also Gilbert's Tests sind schon immer das Ultimum gewesen. Ja, und ich sag mal, wenn solche Leute da mitentwickeln, da kommt eigentlich immer nur was ziemlich Geiles raus. Und ich glaube, die Professional Test Kits von ATI sind ein richtig guter Wurf geworden. Ja, und ja, ich switche mich mal jetzt eben ganz schnell nach Hamm rüber und dann seht ihr den Oliver Pritzel und mich beim Wassertesten. Bis gleich, Freunde. Und machen wir es mal so und schwupp. Ja, liebe Meerwasserfreunde, ich habe mich ja gerade eben jetzt mal nach Hamm geswitcht und bin jetzt hier beim Oliver Pritzel von der Firma ATI. Ja, Oliver, ihr habt die neuen Professional Test Kits auf den Markt gebracht. Ich denke mal, keiner besser als du kannst den Leuten mal so ein bisschen was dazu erklären. Warum, wieso, weshalb, Vorteile, Nachteile. Ja, hallo erstmal. Naja, gut. Immer wenn wir was machen, das ist zumindest meine Absicht, möchten wir irgendwas verbessern. Das war bei Absolute Ocean schon so mit dem Salz und wir wollen jetzt auch nicht den 17. Test rausbringen, sondern bei uns war die Motivation, weil wir im Labor mal die Ergebnisse sehen, was die Kunden auch wirklich testen, dass es dann noch, ich sag mal, Verbesserungspotenziale gibt. Mhm. Und besonders der Phosphat-Test, KH-Test und Calcium-Test sind ja wichtige Tests, die häufig verwendet werden. Deswegen haben wir uns erstmal darauf konzentriert. Es werden noch andere Tests kommen. Also wird definitiv noch der Magnesium-Test kommen. Wir werden auch noch vielleicht den einen oder anderen Test auch noch angehen, wie Jod und Nitrat. Aber das werden wir erst dann rausbringen, wenn ich wirklich, wirklich zufrieden bin. Also vorher bringen wir keinen Test raus. Das heißt, der muss genau sein. Wir haben uns auch dann verschiedene andere Tests auf dem Markt mal angeschaut. Und ja, es gibt wirklich Tests dabei, die leider nicht das verhalten, was sie versprechen, sodass wir also nochmal zusätzlich motiviert waren, was zu machen. Mhm. Ja, besonders stolz bin ich jetzt bei dieser Reihe eigentlich auf den Phosphat-Test. Mhm. Da habe ich mir dann noch was Besonderes einfallen lassen, weil wir kannten das schon vom ICP-Bereich. Da kann man ja quer durch eine Plasmaflamme schauen oder längs. Das nennt man End-of-Plasma oder Side-of-Plasma. Und wir messen ja End-of-Plasma, weil wir dadurch länger durch eine Flamme schauen. Und dadurch durch dickere Schichtstärke bessere Signale bekommen von den verschiedenen Wellenlängen, von den verschiedenen Lichtfarben. Und das Gleiche habe ich jetzt auf die Tests angewandt. Das ist auch nichts Neues, das ist eigentlich ein gängiges Verfahren. Viele kennen das vielleicht auch schon vom Nitrattest von Salifert. Da kann man von oben drauf schon oder von der Seite durchschauen und hat dann entsprechend eine stärkere Farbe, die dann dient für die Beurteilung der Tests. Mhm. Und das kann man aber auch genauso auf dem Phosphattest zum Beispiel, wo wir ja sehr niedrige Konzentrationen haben, anwenden. Sodass also, mich hat es immer geärgert, wenn man also gerade eben was nachweisen konnte, man konnte es jetzt nicht richtig zuordnen und das hat mich immer geärgert. Das war also dann die Motivation bei mir, zu sagen, wir möchten einen Test machen, der auch im unteren Bereich, der ja auch wirklich wichtig ist, dieser untere Bereich, dass wir dort, ja, dass wir dort einen besseren Nachweis bekommen. Ja, ich sag mal, ich habe jetzt mal hier kurz gerade eben die Farbkarte. Ja, ihr geht ja auch da super weit runter, ne? Also bis 0,01. Ja. Ja. Ne? Und ist halt eben auch farblich noch dann sehr gut ablesbar. Ja. Ja, und dafür hast du dir ausgedacht, das habe ich ja auch schon so vernommen, hast du halt eben lange Röllchen quasi gemacht. Richtig. Ne? Das sind also so die langen Großen. Das sind die längsten, die noch so gerade eben in den Koffer reinpassen. Also, länger ging leider nicht. Platz quasi wirklich komplett ausgenutzt. Ja, oder eben größeren Koffer. Und da ist auch schon die erste Frage beantwortet, warum ein Koffer? Weil solche langen Gläser kann ich nicht in den Pappschachtel schmeißen. Ja, es ist so, man muss also einmal investieren in ein vernünftiges Equipment, wo das geschützt ist. Wir haben ja auch Einlagen drin, das fliegt also nicht irgendwie so lose drin rum, wie bei anderen Tests, sondern es ist wirklich, das war mir halt wichtig. Und man sieht auch dann schon jetzt bei der ersten Farbe, bei 0,01, eine deutliche Einfärbung. Also man hat einen deutlichen Unterschied zu Null. Und das ist eigentlich schon der Clou, dass man also bei geringsten Werten, 0,01 Phosphat entspricht da in der ICP zum Beispiel nur 3,5-4 Phosphor. Also wirklich, wirklich sehr, sehr wenig. Mhm. Und das kann man mit diesem Test bereits schon nachweisen.
Und das eben mit einer deutlichen Einfärbung. Es geht auch dann entsprechend hoch. Bei uns ist es aber dann bei 0,3 Schluss, weil das wird dann so dunkel schon aufgrund der hohen Schichtstärke. Ich meine, wer jetzt 0,5 oder 1 Phosphor hat, der kann auch wirklich einen anderen Test nehmen. Das ist also der Ultra-Low-Bereich. Das ist eigentlich für die Profis gedacht, die in einem relevanten Bereich, also dem besten Bereich, sagen wir von 0,03 bis 0,075 oder auch 0,1, in diesem Bereich, da brauchen wir präzise Ergebnisse. Und deswegen dann ist der Test so extra für die Meerwasser ausgelegt, dass wir genau in diesem relevanten Bereich ziemlich genau differenzieren können. Ja, und ich denke mal, die Zuschauer interessiert es auch mal, dass wir so einen Test mal in Aktion sehen. Ja. Ich habe da auch mal was vorbereitet. Okay. Ich habe mal Wasser mitgebracht, das können wir ja mal ausprobieren. Ja. Und ja, ich würde sagen, wir zeigen den Zuschauern das mal ein bisschen genauer. Und ja, wie leicht anwendbar die Tests sind. Weil es ist ja nicht nur die schöne Verpackung. Ja, ich meine, gehört dazu. Muss ja auch sein, schön edel. Ne? Ja. Ich meine, man kann das auch in Brotdosen machen, aber gut, das ist jetzt nicht so. Man kann das alles machen. Ne? Aber wir haben ja auch gesehen, wir hatten ja auch tatsächlich hier auch schon einen Vorteil. Die meisten Leute, ich habe im Internet schon ein paar gesehen, die machen ja auch ihre Tests quasi im Deckel drinnen. Ne? Ja. Dass es auch nicht weiß ist, habe ich auch direkt die richtige Unterlage. Mhm. Ja, und ich würde sagen, das zeigen wir euch jetzt einfach mal. Wir machen jetzt mal den Phosphattest. Meinetwegen, gerne. Gut. Wir machen jetzt den Phosphattest und dann vom Chef höchstpersönlich und ich gucke mir das mal an, wie gut das funktioniert. Bis gleich. Ja, Freunde, der Oliver wird jetzt mal mein Wässerchen da testen, was ich ja extra mitgebracht habe. Schauen wir jetzt mal. Oh. Ja, dann leg mal los, Oliver, würde ich jetzt mal sagen. Okay, machen wir mal den Koffer auf. Ja. Wir wollen das jetzt ja quasi vom Großmeister mal selber sehen. Bedienungsanleitung, Farbkarte drin, die brauchen wir natürlich. Jeden Fall. Das ist übrigens eine Phosphatreferenz, da kann man sich selber eine Referenz herstellen. Das heißt, man kann zum Beispiel in 35 ml, das ist auch hier beschriebene Anleitung, wenn man 0,1 reintitriert, hat man automatisch 0,1 Phosphat. Man kann so auch dann jederzeit den Phosphattest überprüfen. Also ähnlich wie bei dem Calcium- und KH-Test, da ist ja eine Multireferenz bei, die hat jetzt hier noch nicht mehr reingepasst, deswegen haben wir zumindest mal eine Phosphatreferenz mit reingepackt, dass man also immer auch dann mal seinen Test überprüfen kann. Man kann natürlich auch die Multireferenz von einem anderen nehmen. Man braucht ja nur einen Wert, wo man das halt nachprüfen kann. Mhm. Dann haben wir die langen Gläser. Löffelchen. Dann steckt man die hier rein. Ja, dann machen wir mal ein Röhrchen, nehmen wir das rechte zur Kontrolle. Ja, das ist ja dann zu Hause wie im Labor, ne? Da alle zu Hause messen so. Und hier kippen wir jetzt mal das zu testende Wasser rein. Ich hoffe, das reicht. So, das mache ich extra ganz voll, weil so soll man es auch machen, ganz voll machen. Dann einfach mit der Spritze einmal 5 ml rausziehen wieder. Dann hat man genau das richtige Probenvolumen. Wir brauchen 35 ml. Ach so, ja. Die habe ich dann als Rest im Röhrchen quasi. Genau, und jetzt macht man einfach die Blindprobe, kann man entsprechend auffüllen, dass es dann eben gleich ist. Man ist ja nur zur optischen Kontrolle. Jetzt haben wir rechts die Probe. Ja, dann machen wir dann 10 Tropfen von der Flüssigkeit rein. Wir haben auch extra sehr kleine Öffnungen hier, sodass also die Tropfen, auch wenn man die Flasche mal ganz leicht schräg hält oder sowas, immer gleich sind dann. Ne? Also was ganz gut ist, ist, wenn man auch zum Beispiel ein Tuch daneben liegen hat, habe ich jetzt nicht, weil das kann sein, dass der erste Tropfen dann direkt rausfällt, gerade wenn man die Flasche noch relativ voll hat. 1, 2, 3. Den Tropfen, das reicht schon. Und dann einen kleinen Löffel von dem Reagenz 2. Es reicht, wenn wirklich dieser Löffel ist ziemlich klein, das wird manche vielleicht verwundern,
Andere haben einen größeren Löffel, aber es reicht wirklich diese kleine Menge. Mhm. Dann einfach gestrichen voll. Genau. Dass es also gerade so ja, drauf ist. Ja, dann machen wir das Röhrchen zu. Leicht drehen hilft, weil beim Stopfen reindrücken entsteht so ein leichter Überdruck. Und wenn man das dreht, dann geht der Überdruck raus. Und der Stopfen ist eigentlich sehr dicht, aber sonst kann es passieren, dass sich ein bisschen was rausdrückt. Was aber nicht weiter schlimm ist. Mhm. Na, jetzt schütteln wir das Ganze so lange, bis also die letzten Krümelchen da aufgelöst sind. Meistens nach 10-mal Schwenken ist das eigentlich schon weg. Das löst sich ja noch weiter auf. Na, machen wir noch ein, zweimal. So. Das war es eigentlich schon. Nun, das müssen wir halt leider warten. Also nach 3 Minuten hat man meistens schon fast das Endergebnis. Nach 5 Minuten auf Sicherheit. Wir haben 10 in die geschrieben, dass eben man schon ein bisschen warten soll. Also eigentlich ist die Farbe schon nach 5-6 Minuten relativ stabil. Man muss jetzt nicht unbedingt 10 Minuten warten. Meistens passiert nach 5-6 Minuten nicht mehr viel. Ja, jetzt kann man das nehmen. Und dann mal hier schon schauen. Ja, noch ist nichts. Müssen wir halt warten. Ja, wir warten jetzt einfach mal. Gut, gehen wir mal in den Wartenmodus. Okay, dann gucke ich mal, was für ein Wasser du überhaupt hast. Jetzt sind wir schon wieder auf Sendung. Ja. Ist das dann aus deinem Aquarium? Ja, das ist aus dem kleinen neuen Beta-Projekt da. Also ganz schlimm ist es schon mal nicht. Ah. Trifft also ziemlich genau 0,05. Ja, wie lange haben wir jetzt gewartet? 4-5 Minuten, ne? Ja. Mal selber. So, jetzt muss ich das selber auch noch mal angucken hier. Ach so, ich habe dann da immer die Blindprobe, schiebe das dann da drüber. Richtig. Ah, jetzt verstehe ich das. Und dann kann ich das schön in den beiden Röhrchen ablesen. So. Ja, tatsächlich sind also hier bei, was haben wir da, 0,05? Mhm. Boah, da liege ich richtig gut. Ja. 0,05, ja, ist eindeutig zu erkennen. Ja, der drüber 0,075 ist schon wieder ein deutlicher Schritt drüber. Ist auch, ja. Mit dem man sieht es ja auch. Ja, kann man also tatsächlich auch sehr gut ablesen, muss ich sagen. Deutlich dunkler und darunter die 0,03 ist eben heller. Also 0,05 trifft es halt, ja. Ja, wir blenden euch das mal eben kurz hier ein. Ich mache mal ein bisschen Platz, weil dann können wir euch das in der Mitte mal einblenden. Dann könnt ihr da mal einen Blick drauf werfen, wie das halt eben aussieht. Ja, ist auf jeden Fall sehr gut ablesbar. Und wir haben dann halt eben, wie gesagt, ihr geht mit eurem Phosphat bis 0,01 runter. Ja. Minimals. Ja, genau. Die Hardcore-Cracks bewegen sich ja dann so im... Ja, 0,03, 0,05er Bereich. Ja, wenn man jetzt gelbe Millopora, das heißt also wirklich helle Zeolith-Methode, dann ist ein niedriger Phosphatwert schon gut, aber eben nicht ganz, nicht, wir wollen ja gar nicht in die Phosphorlimitierung reinkommen. Deswegen auch 0,01, 0,02, 0,03. Man hat hier auch bei 0,03 schon eine ziemlich deutliche Einfärbung. Und das heißt also, wir sind gerade in dem unteren Bereich, haben wir sehr schöne Farbunterschiede. Ja, man kann das schon gut erkennen, muss ich schon dabei sagen. Das stimmt auf jeden Fall. Das kommt eben durch die hohen Gläser. Mhm. Ja, das ist durch die hohe Schichtstärke, ne? Kann man es besser erkennen. Mhm. Ja. Ja, Freunde, das war es schon mal auf jeden Fall zum Phosphattest. Wolltest du den Leuten die anderen Tests auch nochmal zeigen? Kann ich gerne machen. Ja, ich würde sagen, wir machen es so, wir haben die 3 Tests euch ja jetzt hier vorgestellt. Wir werden aber auf jeden Fall nochmal Videos separat einsortieren. Die verlinke ich euch am Ende dieses Videos, auch auf den YouTube-Channel der Firma ATI. Da könnt ihr euch dann gerne nochmal die Anwendung auch der anderen Tests ansehen, wie das halt so vom Ablauf ist. Ja. Ich denke mal, das wird die Leute wahrscheinlich auch interessieren. Ja, gerade die Endfarbe zum Beispiel bei Calcium ist ganz interessant. Das schwenkt die Farbe ja um. Man muss dann immer die echte Endfarbe nehmen, dass es nicht mehr zurückschlägt. Mhm. Das ist vielleicht ein ganz guter Hinweis. Ja, ja, dann machen wir das doch so. Mhm. Ja, Oliver, ich bedanke mich bei dir. Nicht zu danken. Und ich switch mich dann mal wieder zurück nach Meerbusch und ja, sage euch dann abschließend noch mal was dazu. Bis dahin, danke Oliver. Gerne. Ciao, ciao. Ja, Freunde, so, da bin ich wieder
back in town. Ja, beamen wäre geil, geht aber leider nicht. Ich muss wieder Auto fahren, aber gut, ich fahre ja gerne Auto. Ja, wie gesagt, back in town. Ja, hat ganz gut funktioniert. Ja, ich hatte ja kurz vorher schon angemerkt, der Olli wusste jetzt eigentlich nicht, dass wir dasselbe Wasser testen, was ich ihm gegeben habe, weil ich wollte einfach mal hier das kleine Beta einfach mal checken lassen. Mich interessieren einfach mal die Wasserwerte. Und ja, ich habe halt eben gesagt, ich komme dich mal besuchen, wir machen auch ein Video und hat mir die ECP gemacht und wir wollten ja auch dann in dem Sinne halt eben zu den neuen Tests mal was sagen und ja, da habe ich ihn dann mal so ein bisschen ausgetrickst. Das heißt, der Olli hat also vorhin im Prinzip dasselbe identische Wasser, ich hatte zwei Becherchen dabei, gemessen und ja, ich bin mal gespannt. Ja, wir hatten jetzt halt eben, wie gesagt, Samstag gehabt. Ich muss jetzt halt warten. Ich denke mal Montag, Dienstag rum wird das Ergebnis da sein. Daher muss ich mit dem Video noch ein bisschen warten und dann werde ich das nachher noch da reinschnibbeln. Dann gucken wir dann mal, wenn die Analyse da ist, dann zeige ich euch das mal. Und ja, ich denke mal, das hat gut geklappt, Oliver. Ich wollte es einfach nur mal testen, mich hat es mal interessiert, wie genau die Tests sind und ich sag mal heute am Samstag, ich bin mal sehr gespannt, ja, was es halt eben geben wird. Ja, das erstmal alles und ich sag mal, wir springen jetzt mal in die Analyse. Ich sag jetzt mal, wir haben jetzt Montag, Dienstag oder Mittwoch, wann immer auch sie da ist, wir schauen mal rein. Ja, so Freunde, wir haben heute Dienstag, die Analyse ist angekommen, sensationell, finde ich schon ziemlich geil. Ja, dabei kann ich euch direkt mal zeigen hier, also ihr habt ja auf HTI, müsst ihr eigentlich mal gucken, da habt ihr auf der HTI Lab Seite hier, habt ihr mein Reefbook, ist auch eigentlich eine ganz nette Geschichte, ihr könnt hier halt Aquarien von euch einstellen. Ihr bekommt dann die Analysen zu dem Aquarium gesendet, immer passend dazu, man kann also mehrere. Hier habe ich jetzt mal das Beta angemeldet. Ja, also ihr könnt hier eure Bilder reinstellen. Ja, so, und dann gehen wir mal hier im Prinzip zur Analyse. Ich habe das hier schon mal geöffnet, weil irgendwie der Server heute nicht ganz so schnell funktioniert. Ja, also ich war jetzt... ich sag mal ganz erstaunt, meine Werte sind schon extremst geil, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ich glaube, die Geschichte ist gar nicht so verkehrt mit dem Preissalz, da habe ich das ja alles jetzt angesetzt. Ja, das sieht glaube ich schon ganz ordentlich aus. Also ich habe eigentlich nur einen Mangel an Jod. Ja, aber das interessiert uns ja erstmal jetzt gar nicht. Hauptsächlich interessiert uns ja jetzt die Geschichte mit dem Phosphat hier. Ich werde mal gucken, dass ich euch mal etwas näher hier ranziehe. Ich hoffe, das ist erkennbar jetzt hier. So, wir haben also gemessen, Phosphat 0,05, sagt die ICP. Ja, Oliver, ich glaube, deine Tests sind relativ gut, sage ich jetzt mal hier, weil auf 0,05 bist du ja auch gekommen mit dem Tröpfchentest. Also das ist schon echt hardcore. Ja, okay, man weiß jetzt nicht hundertprozentig auf eine Nuance, aber so, was wir ablesen konnten, das haben wir euch auch gezeigt gehabt von oben einfach mal, muss ich jetzt einfach mal sagen, ja, ich glaube, das passt an für sich. Ja, sensationell. Ja, wie gesagt, ja, man muss mal neue Wege einschlagen, habe ich mir gedacht. Und jetzt habe ich mal hier ein bisschen, was heißt nicht. Man kann jetzt nicht sagen unfair gespielt. Ich glaube, der Oliver ATI ist da eigentlich relativ entspannt. Ich sag mal, ja, ich glaube, der wird mir nicht böse sein. Ist ja auch eine gute Sache. Also da bin ich jetzt wirklich erstaunt. Da könnt ihr aber wirklich jetzt halt mal sehen. Deswegen habe ich diesen Test auch einfach mal so gemacht. Ja, weil ich einfach mal wissen wollte, so wo landen wir denn, wenn ich das jetzt mit der ICP hier nachmessen lasse. Und ja, da bin ich jetzt wirklich baff, sage ich jetzt mal. Ja, auch mit den Restwerten bin ich eigentlich auch baff, wenn ich ganz ehrlich bin.
ja, die Werte sind, glaube ich, top. Topper geht es schon gar nicht mehr. Ja, wahrscheinlich alles richtig gemacht. Und ja, wer noch nicht hier ist, wie gesagt, meldet euch vielleicht hier mal an. Auf der ATI-Seite ist, wie gesagt, eine ganz nette Geschichte. Finde ich eigentlich ganz gut. Das ist eigentlich ja, für alle schön anwendbar. Ihr könnt eure Becken hier rein, ihr könnt eure Analysen auch im Prinzip öffentlich machen, also so, dass auch jeder von außen reingucken kann. So kann man sich eure Becken zum einen ansehen, aber auch eure Analysen dazu. Ja, finde ich eine ganz gute Sache. Hat, glaube ich, einer unserer ehemaligen Admins sogar programmiert hier für den Oliver. Der hat ja eine Firma hier für so Computersoftware. Ja, an dieser Stelle, Timo, hast du echt gut gemacht. Gefällt mir sehr gut. Geile Geschichte. Ja, solltet ihr euch vielleicht auch mal anschauen. Ja, Freunde, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sind am Ende angekommen. Ja, ich sage jetzt einfach mal zum Oliver, ich denke mal, er nimmt mir das nicht allzu übel. Aber gut, wir wollen mal ein bisschen was ändern und halt eben auch mal, ja, halt eben mal solche Tests machen, ja, damit nicht immer nur die öde, tröde, schnöde Vorstellung ist, sondern dass man auch mal halt ein bisschen was Neues ausprobiert und halt auch mal sagt, okay, wir checken auch so eine Klamotte halt mal etwas genauer ab und schauen uns das an. Ja, ich bin auf jeden Fall schon mal froh. Die Werte von Beta sind schon mal mega top, kann ich dann auch direkt mit in die Doku reinnehmen, bin ich jetzt echt super zufrieden mit. Ja, wir haben auf dem Punkt gelegen, wobei ich da schon auch sehr verwundert war, weil, naja, Tröpfchentest, also ich hätte immer so ein bisschen so anders gerechnet. Ich hätte mal gedacht, also bei mir ist zumindest Tröpfchentest und Hanna-Checker liegt immer etwas anders, wobei ich ehrlich sagen muss, mit den Hanna-Checkern, Phosphatmessen, ist auch immer so, dass ich auch nach 3, 4 Messungen hintereinander auch schon ein anderes Ergebnis habe. Da habe ich also Unterschiede, ICP hätte ich jetzt auch mitgerechnet, dass da auch nochmals ein Unterschied ist. Aber okay, es hat gepasst. Ich fand es eine coole Nummer, fand es ganz lustig. Ja, wie gesagt, wir brauchen noch Abonnenten. Da will ich mich auch mal hier ganz kurz eben herzlich bedanken. Also momentan geht der Kanal auch ziemlich steil hoch. Liegt doch mit Sicherheit daran, ich habe den etwas umbenannt. Ja, der war natürlich vorher immer schlecht zu finden. Ja, recht herzlichen Dank an die treuen Abonnenten von mir. Ja, Daumen rauf brauchen wir auch noch und vor allen Dingen mal Kommentare. Ich würde mich mal freuen, wenn wir mal ein bisschen mehr an Kommentaren kriegen und dafür kriegt ihr wieder interessante neue Videos immer von mir jetzt. Ja, wird jetzt wieder ein bisschen mehr. Die Saison startet, die Meerwassersaison, sage ich jetzt mal. Und ja, es geht jetzt quasi wieder los und von daher kommen jetzt auch wieder viel, viel mehr Videos. Ja, Freunde, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Liebe Grüße, euer Marc. Bis dahin. Ciao, ciao.